Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Need for Speed 4 High Stage. High Stakes. Need for Speed 4 halt. Ich sag einfach Need for Speed 4. Ich muss mir das mal merken. Ich bin der Boost-Sidewinder. Hallo. Und, oh Gott, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier auf jeden Fall eine Menge tun müssen. Dann, Moment, da war ich in der Garage, dass wir ein paar Autos verdient haben. Genau, den Diablo. Ein paar. Ja, einen Moment, Diablo und die Corvette. Ne, das ist der Bonus Camaro. Genau, den haben wir auch geschenkt bekommen. Und ich meinte aber eigentlich die Corvette hier. Die haben wir auch geschenkt, gekauft. Für einen Chevy Cup, da haben wir ja den Camaro her. Ich wollte aber den Diablo mal nehmen für die Meisterschaft jetzt. Jetzt überlege ich nur, welche Meisterschaft. Entweder nehmen wir das 3 Strecken Knockout. Da ist jede Strecke 4. Oh nein, wieder das Summit. Und was ist hierbei? Da ist nicht das Summit bei und da ist jede Strecke nur 2 Runden lang. Was muss ich denn Eintritt zahlen? 24.000. Und Klasse AA ist zugelassen. Okay, und alles andere unter Klasse AA. Okay, kann ich mitmachen. Jo. Dann würde ich sagen, fahren wir da mal mit. Wir machen das Ganze mal. Befestige ich mein Mikro wieder an meinem Lenkrad, natürlich. Hier ist mein Lenkrad. Und los geht die Fahrt schon wieder. Aus dem Weg bitte, Leute. Wir müssen hier ich kann erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wieder so ein bisschen lange nicht mehr gespielt. Boah. Vorne ist ein 911er. Geh mal aus dem Weg jetzt hier. Upsala, boah, okay. Ja, zum Reinkommen wäre eigentlich wahrscheinlich der 911er besser gewesen. Weil wir wissen ja noch aus unserem Let's Play, wie übelst der 911er abgegangen ist. Und der Diablo, der ist ja eher so, ist gut im Handling, aber ist eher, man merkt, dass das so ein Speed-Auto ist leicht. Und der Maranello ist eine komplette Katastrophe. Oh Gott. Bleh. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf, scheiße. Ich habe gerade schnell in der Pause gegessen. Damit ich auch schön fit bleibe. Ganz schön neblig aber hier in England, ne? Upsala. Boah, du siehst ja gar nichts, wenn du da hinten guckst. Okay, dann haben wir sogar schon die letzte Runde, das ist doch perfekt. Ey, oben rechts war doch dieses Stone, ja toll, wir können ja auch von da hinten gucken. Stone-Gedöns-Dings da, mit dem ganzen Steinkreis, der war da gerade oben rechts zu sehen, kurz auf dem Berg. Das ist doch ganz cool, dass der hierbei ist. Boah, wie willst du denn mit dem Diablo rückwärts fahren? Du siehst ja wirklich so gut wie gar nichts. Und dann, der Diablo ist sowieso mein Lieblings-Lamborghini. Weil den finde ich wirklich am schönsten. Vor allem dann nur als SV, ist der wirklich wunderbar. Boah, Gott, meine Nase ist so komplett zu. Ich bin richtig stark erkältet im Moment. mit Halsschmerzen und Nasenschnupfen. Meine Güte. Upsala. Guck mal, da sind wir doch gleich schon wieder angekommen. Und ich habe ja gesehen gehabt, so weit ist es gar nicht mehr, bis wir das Spiel durch haben. Es sind auf jeden Fall nicht mehr viele Rennen. So, da sind wir auch schon im Ziel. Ich weiß das, mein Junge. So.
Okay. Okay, wir haben insgesamt 3 Autos, die von unserer Klasse sind. Der Wagen war jetzt gerade nicht wirklich stark beschädigt, deswegen würde ich sagen, fahre ich mit dem, so wie er ist, mal weiter. Hupsala, meine Güte, dieses blöde Lenkrad, das muss ich echt mal abbauen. Boah, ist meine Nase im Jucken. Wobei, wir kommen ganz gut vom Start weg. Brauche ich gar nicht so rumzumeckern. Upsala. Ich hoffe, ihr Leute, stört euch übrigens nicht daran, dass ich die ganze Zeit im Cockpit hier rumfahre. Aber so kann ich halt echt am besten fahren in diesem Spiel. Oh. Boah, voll auf eine Leitplanke geknallt. Scheiße. Kann ich wieder... Danke. Da fährt der Ferrari gleich durch mich durch. Okay, nächstes Rennen wird er repariert. Scheiße, hab die Kurve zu knapp genommen, bin gegen eine Leitplanke geflogen oder sowas. Ja, ja, so schnell kann das passieren. Der Skyline ist erster, what the fuck? Oh, Entschuldigung. Ach, mein lieber Zug fährt wieder mit, geil. Oh, Leute. Komm, geh mal aus dem Weg, Skyline. Okay, ich glaube, der Skyline ist wirklich das einzige getunte Auto, was hier mit uns zusammen mitfährt. Weil anhand diesen dummen Farben sieht man bei dem Skyline. Der sieht dann nämlich so aus, als hätte da 1000 Ersatzteile getauscht hier in dem Spiel. Apropos 1000 Ersatzteile getauscht. Ich freue mich ja übelst auf meinen... Geld von Stuttgart, was ich verdient habe beim Arbeiten. Nicht, weil ich was verdient habe, das klingt natürlich dämlich, aber ich habe was damit Bestimmtes vor. 2 Dinge, die um meinen Kanal gehen. Da werde ich was rein investieren und das freut mich selber so persönlich ziemlich. Ihr werdet auch den Unterschied bald sehen in der Aufnahme und, wie gesagt, habe ich sogar mal in Midnight Club 2 in einem Weihnachtsdings verraten, sogar, was ich mir holen wollte. Die Capture Card, die möchte ich ja unbedingt haben. Und ich überlege mir, ob ich jetzt vielleicht mal versuche, eins von diesen von tausenden Folgen mal angesprochen, Initial D oder Wang am Hinten Spieler zu holen, weil ich habe da echt Interesse dran. Ich bin da voll geil drauf, wenn ich das mal so sagen darf. Ist mir eigentlich scheißegal, wie trashig die eigentlich sind. Ich weiß ja vom Initial D-Spiel, dass die Physik da ziemlich, ja, Ridge Racer ein Kacke ist, wenn man das mal so sagen darf. Aber einfach nur das Spiel, das ist einfach cool. Das ist cool halt. Irgendwie mal was anderes. Und dann muss ich fix Japanisch lernen, weil ich dann keine Ahnung habe, was ich da eigentlich drücken muss. Eieiei, ich glaube, das Wang an Midnight Spiel, das ist ja wenigstens noch auf... Nee, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das überhaupt auf Englisch ist. Der Wossi-Bär hatte mir zum Beispiel gesagt gehabt, ich soll es mal versuchen, weil immerhin hat er Schlapptreien. Oh, boah, habe ich mich jetzt erschreckt. Ich habe mich jetzt erschreckt. Oh. Ich habe jetzt gedacht, ich muss noch eine Runde fahren. Boah, Need for Speed, spinnst du eigentlich? Ich hätte direkt auf Repair-Car-Klinken drücken. Ja. Und mein Auge ist kaputt. Bob. Jetzt ist es wieder ganz. So. Ich habe gar nicht auf den Preis geguckt, wie teuer das jetzt war. So, jetzt kommt Rute Adolf noch dran. Vor die AfD statt, ey. Ich soll aufhören damit, das ist nicht gut. Huch. Bin ich sowieso nicht für, von da an kann es mir auch scheißegal sein, ehrlich gesagt. Ich überlege mir auch ernsthaft, dass ich in Facebook die Leute blockiere, die mir die ganze Zeit mit diesem, ja, Flüchtling macht das, Gedöns auf den Sack geht, weil dafür habe ich Facebook nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch die Vermutung, dass deswegen mein Kumpel Christian auch keinen Bock mehr auf Facebook hat.
Oder Updala, die hat die Aufnahme gerade gestoppt. Das war natürlich scheiße. Weil das nervt schon ziemlich. Du gehst in Facebook rein, willst da deine Sachen gucken, weißt du, und dann kommt 50.000 Mal dies und das ist das passiert. So, dann kann ich nur mal sagen, warum soll ich denn bitte die AfD wählen? Was macht die AfD denn bitte noch anderes außer Flüchtlinge rausholen? Weil ich sag mal so, ich habe eher andere Sachen, die scheiße sind in diesem Land, als die Flüchtlinge. Und die sind was mit den Deutschen. Hat das was zu tun? Nichts mit Flüchtlingen. Hab sowieso nichts gegen Ausländer. Ich habe oben einen ausländischen Nachbar. Das ist der beste von der Nachbarschaft hier eigentlich. Weil er echt cool drauf ist. Ich weiß nicht, woher der kommt nochmal. Ja. Ah, dann muss jeder für sich entscheiden, wer da was am Wählen ist. Ich möchte hier auch überhaupt keine Hetze jetzt deswegen machen. Mir ist dann eigentlich scheiße. Vor allem genauso wie mit Trump und Clinton habe ich auch meine Fresse gehalten. Ich gesagt, hallo, ist das mein Bundesland? Ist das mein Land? Ist mir doch scheißegal, wer der Präsident wird. Ja, aber der Trump jagt uns dann alle in die Luft. Ja, der hat auch, weil der Präsident ist, hat er sofort Zugriff auf, ja. Ja. Ja, natürlich. Ist das ein Mist. Hallo, da müssen erstmal 50 andere Leute noch kommen, bevor der dann eine Atombombe jagen darf. Das ist nicht einfach ein Knopf, den er drücken kann. Wie man das aus dem Fernsehen kennt. Toll. Ich habe es irgendwie mit dem Umkippen heute. Ich überlege mir, ob ich auf den Porsche wechseln soll. Oh. Ich dachte, ich kippe jetzt wieder um. Ich will auch eine Partei, die sich um mich kümmert und nicht um irgendwelchen anderen Scheiß. Ich sag nur unsere Straßen, unsere Schulsysteme, ne? Und das war schon vorher alles scheiße, bevor die alle kamen. Guck mal, da bin ich im Ziel. So. Meine Güte, ey. Das kann halt nicht die Laune versauen. Ja, oder man geht aus Facebook einfach aus oder so. Ja, also, du kannst natürlich auch sein. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich blockiere die Scheiße einfach komplett. Dolphin-Korf wird jetzt kommen. Wie spät haben wir denn? Wie viel Zeit haben wir denn, wollte ich sagen? 13 Minuten haben wir schon. Ja, komm, dann mach ich noch eins. Eins geht noch. Kann ich eigentlich jetzt das Auto wechseln? Ich habe das Gefühl, man kann das Auto einmal in der Meisterschaft wechseln. Das versuche ich jetzt auch mal. Geht das? Ah, ne, der wechselt da um Lamborghini. Okay. Schade. Egal, dann machen wir in der nächsten Meisterschaft dann wieder den 911er. Weil auf den habe ich irgendwie mehr Bock. Boah, mein Hals, ey. Hals, Nase, alles Schrott. Ich weiß nicht mal, woran es liegt. Einfach nur eine blöde Erkältung. Irgendwie spielen meine FPS gerade Karussell, das gefällt mir nicht. Das hat man auch gerade am Motorsound gehört. War ein bisschen doof jetzt. Und der Handling ist echt nicht so, wie ich das eigentlich haben will, bin ich mal ganz ehrlich. Okay, wie gesagt, beim Maranello war es tausendmal furchtbarer, aber erstmal um reinzukommen, hätte ich vielleicht doch eher den 911er nehmen sollen. Also entschuldigt, dass ich gerade so scheiße fahre, aber ich muss echt, wie gesagt, die Physik ist sehr schnell in diesem Spiel. Fast schon so wie, habe ich es bis dahin hochgeladen? Ich denke mal schon, mit einer Club 2. Weiß ich nicht, ob ich es bis dahin hochgeladen habe. Jetzt liegt das LPT mit Zero Down MP, das hat leider nicht funktioniert. Da mussten wir leider auf Trackmania umsteigen, weil das Multiplayer-Tool, was wir benutzt haben,
ständig zusammengekracht ist und dann ging halt nichts, der ist ständig aus meiner Lobby geflogen und da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, leg mich doch am Arsch, spielen wir jetzt Trapmania. Ah, Dreck, Dreck, Kacke. Die Hupe ist cool. Habe ich bestimmt nicht oft genug gesagt. Was war das denn für ein Schild mit dem LKW? Das sehe ich ja jetzt erst zum ersten Mal. Und dann mit dem Tunnel? Das Schild, das sieht irgendwie aus wie, Achtung, da kommt ein UFO. Ich weiß nicht warum, das sieht halt irgendwie so danach aus. Wir sind alles noch auf Meilen. Wir sind in Frankreich, aber die Schilder sind komplett auf Meilen, natürlich. Warum auch nicht? Weil in Frankreich haben wir auch Meilen. Müssen wir ja bedenken dran, ne? Die haben auch Meilen. Wie so ein Psychopath, ey. Ja, Meilen. Ich versuche gerade so ein bisschen das Husten ein bisschen zu bremsen, damit ich da nicht volle kann ins Mikro reinbrüll, weil ich habe keinen Stummknopf hier oder so, wo ich da mal eben machen kann. Oh, Baller, das war ein bisschen schnell gewesen. Ach Gott, was könnte ich mit der Capture Card alles aufnehmen, wenn ich mal ehrlich bin. Was ich da alles aufnehmen könnte. Weil ich habe ja hinter mir ein Regal mit was weiß ich wie vielen Spielen, allein für die Xbox 360. Ja, Forza ist da auch bei. Boah, Forza 2 zum Beispiel. Das wäre geil, wenn ich mal ehrlich bin. Forza 2 hätte ich richtig Bock drauf. Aber Forza 2 geht natürlich ultra lange wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. So. Wir sind Erster. Das ist ganz gut. Wir haben ja sowieso im Moment überhaupt gar keine Probleme, der Konkurrenz hinzukommen. Hinterherzukommen. Die haben echt gar keine Schnitte gegen uns. Ne, Bremsen war der Lambo so scheiße, nicht Handling. Bremsen. Boah. Schade. So, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir die zwei letzten Rennen machen und dann wahrscheinlich die andere Meisterschaft. Und dann bin ich mal gespannt, was dann kommt. Vielleicht endlich mal Klasse A-Autos. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wow. Boah, meine Hörer, wie verschnupft ich eigentlich bin. Echt scheiße. Ciao mit Wow. Wow.